Hey Leute, hier ist euer Hunted. Heute gab es das Update und ich will euch mal kurz zeigen, was sich alles so geändert hat. Zunächst springen wir hier zu den Monsterwellen. Ihr hat sich am einfachsten geändert, dass ihr 6 Wellen aufsparen könnt. An der Zeit hat sich nichts geändert. Das heißt, es bleibt 3 Stunden, um eine Welle aufzuladen. Und ihr könnt jetzt einfach 18 Stunden nicht im Spiel sein und verliert keine der Wellen. Dann hat sich natürlich die Grafik hier geändert, wie ihr ja ganz deutlich seht. Und eine weitere wichtige Sache ist hier, bei der täglichen Belohnung gibt es jetzt Helden. Ihr seht, ich habe hier schon meine tägliche Belohnung abgeholt. Es gab hier die Frosthexe, 500 Ruhm und 20 Edelsteine. Morgen gibt es dann den Schleim und auch diese 500 Ruhm und 20 Edelsteine. Und ihr seht, in 19 Tagen bzw. 28 Tagen gibt es hier den Druiden bzw. den Paladin und ihr kriegt so relativ einfach diese beiden wichtigen legendären Helden und müsst euch dafür nur einloggen. Also für die, die die Helden noch nicht haben, ist es ganz toll. Ich hoffe, dass ich einer der Helden ein schönes Talent hat, dass ich den vielleicht hochlevel. Aber ansonsten hat das für mich relativ wenig Auswirkungen. Die interessanteste Sache ist sicherlich hier oben links. Seht ihr euren Titel? Ihr seht, ich bin Lord. Lord ist man ab 17.281 Macht. Wir springen hier in die Liste. Hier seht ihr, ab welcher Macht ihr welchen Titel habt. Und ich empfehle euch hier wirklich, schnellstmöglich Lord zu werden. Ihr seht hier diesen Sprung von 15%. Das ist der sogenannte Arena-Buff, den erkläre ich gleich. Und ihr kriegt 20 Edelsteine, 500 Ruhm und 10 Splitter. Ich will schnellstmöglich Baronett werden, allein schon wegen diesen 10% Arena-Buff und wegen diesen 1000 Ruhmpunkten. Da will ich hin. Wenn ich euch hier nochmal zeige, ich war hier noch am Samstag, hatte ich 15.500 Macht und habe dann ja eben diese ganzen Helden gekauft, um die Macht zu steigern. Und jetzt sind wir bei 17.700 Macht und Ziel ist es, schnellstmöglich Baronett zu werden. Hier seht ihr 35% Angriffsbuff bzw. Lebensbuff. Und wie läuft das ab? Nehmen wir mal an, ich als Lord tritt gegen Baron an. Der Baron hat diesen 55-prozentigen Buff, ich den 35er. Und dann wird die Differenz gebildet. Das heißt, der Baron hat dann im Endeffekt einen Buff von 20%. So wird das Ganze dann ablaufen. Das wird natürlich die ganze Arena maßgeblich verändern. Ich zeige euch gleich mal noch einen Arena-Kampf, dass ihr so einen Einblick habt, wie das Ganze abläuft. Aber das ist so die entscheidende Änderung bei diesem Update. Und natürlich, dass ihr einfacher oder mehr Ruhmpunkte am Tag bekommt. Ja, machen wir hier mal einen Arena-Buff. Und ihr seht, ich bin Platz 184 und kann hier Platz 174 angreifen. Und wir wollen jetzt wissen, mit wem wir es zu tun haben. Gehen hier eine Seite vor, Platz 174, enden den als Freund, springen hier rein in unsere Freundesliste und sehen, er hat 19.399 Macht. Damit wissen wir schon mal, wir sind auf dem gleichen Level. Das heißt, keiner von uns hat einen Vorteil. So kann man einfach überprüfen, wie stark der Gegner ist, gegen den man antritt, wenn man das möchte. Und jetzt, Data, wir haben beide den gleichen Titel, also das gleiche Bild, das haben wir eben schon überprüft. Und jetzt starten wir hier einfach mal den Kampf und gucken, wie es so abläuft. Aber wir sehen, wir treffen hier beide unten aufeinander. Da werde ich es schwer haben jetzt. Wir haben auch keinen Buff. Mal gucken, wie das Ganze abläuft. Da, wir haben jetzt schon den. Ja, war klar, läuft nicht gut, aber ihr seht, hier seht ihr quasi den Rang und da wir beide gleich sind, hat keiner von uns einen Buff. Kampf brauche ich jetzt nicht bis zu Ende gucken, ist klar, wie er ausgeht. Ja, das sind die maßgeblichen Änderungen. Also umso mehr Macht ihr habt, umso größeren Arena-Buff habt ihr, umso bessere oder umso mehr Ruhmpunkte kriegt ihr, umso mehr tägliche Splitter und umso mehr Edelsteine noch zusätzlich. Das wird auch sehr viel im Spiel verändern, diese Machtänderung, gerade in der Arena. Und in ein paar Tagen wird sich das auch wieder alles eingepegelt haben. Aber jetzt sind natürlich die Spieler mit der höheren Macht von Vorteil. Ich zeige euch hier nochmal einen Blick in meinen Heldenaltar. Und ihr seht, ich habe wirklich über die Helden in so kurzer Zeit eben so viel Macht, also 2200 Macht jetzt am Samstag alleine generiert, um eben auf jeden Fall schon mal diesen Lord-Titel zu haben. Und die einfachste Möglichkeit sind natürlich die Helden. Ich halte natürlich hier, wie ihr seht, alle Arbeiter am Bau. Ich bin dabei, hier Magie immer weiter zu leveln. Und jetzt müsste heute auch. Ne, der ist ja noch dabei. Ares Kolla ist bald fertig. Also Magie upgraden und immer genauso lasse ich hier die Truppen ausbauen. Das sind die oder starke Machteinbringer, die Macht dann immer um 200, 300 gleich stärken. Wenn ihr ein paar Edelsteine habt, kauft Helden, levelt die Helden auf Stufe 40 und dann habt ihr auch erstmal ordentlich Machtzuwachs generiert. Das werden in den nächsten Tagen alle machen. Und ja, das sind so die maßgeblichen Änderungen, die uns das Update gebracht hat.
Wenn euch das Video gefallen hat, auch ihr in Zukunft über Updates informiert werden wollt, abonniert doch einfach den Channel, like mich. Ich freue mich auch mal über Feedback. Wenn ihr Anregungen habt, was ich anders machen kann oder machen soll, lasst es mich einfach wissen. Wünsche euch dann noch einen schönen Abend und viel Spaß mit dem Update. Euer Hunted. Tschüss!